Jobtausch auf SRF. Präsentiert von der neuen Rado Captain Cook. Heute bei Jobtausch. Zwei Schweizer Graffiti-Künstler reisen ins Ausland. Sie wissen noch nicht, welches Kunstprojekt dort auf sie wartet. Also ich finde, es sieht jetzt nicht so nach Graffiti aus. Ich hoffe, dass es bald eine Spraydose hat. Aber Spraydosen sieht man da weit und breit keine. Das ist jetzt ernsthaft gemeint wieder. Könnte dieser Job scheitern? In dem Moment haben wir uns eigentlich gedacht, ob das richtig ist für uns. Und was wir überhaupt hier machen. Chur. Mit 5000 Jahren Siedlungsgeschichte ist sie die älteste Stadt der Schweiz. Neben dem schönen Alpenpanorama hat die Bündner Hauptstadt noch mehr zu bieten. Vor allem Kunst und Kultur. Und er macht die Fassade der Churer Gebäude zu seiner Leinwand. Professioneller Graffiti-Künstler und Chef für den Jobtausch. Mein Name ist Fabian Florin, mit Künstlernamen Bane. Ich bin 37 Jahre alt und von Prof bin ich Sprayer. Wir arbeiten mit dem Medium Spraydose. Und das ist nicht ein alltäglicher Gegenstand, mit dem man gross wird. Mit Bleistift und Pinsel kommt man relativ früh in Kontakt, schon als Kind in der Schule. Die Spraydose ist ein neues Medium und das ist auch relativ schwierig zu beherrschen. Ich bin in der Hip-Hop-Kultur aufgewachsen. Nachher bin ich in Drogen hineingefallen. Ich habe meine Lehre nicht abgeschlossen. Bin schwer drogenabhängig geworden. 14 Jahre etwa ist das so gegangen. Dann bin ich zu 3,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Auf dem Weg ins Gefängnis ist quasi eine Spraydose auf dem Weg gelegen. Und die Spraydose, das Malen, das Mural Art, das ich jetzt mache, ist quasi so wie der neue Lichtblick gewesen und ist ein sehr starkes Präsenzwerkzeug gewesen, das mir geholfen hat, um gesund zu werden. Und aus dem Lichtblick ist mehr geworden. Der Fabian ist mittlerweile einer der erfolgreichsten Künstler der Schweiz. Und seine Projekte finden wir auf der ganzen Welt. Ja, und jetzt verwirkliche ich meinen Traum, indem ich mir viele Ziele stecke und Ziel um Ziel abgrase. Und die zwei Sprayer und Brüder aus Zürich reisen zusammen an den Jobtausch. Ich bin der Pace von One Truth, bin 39, bin Streetart-Künstler aus Zürich. Das ist mein Bro. Ich bin der Dr. Drax. Ich bin 37 und wir sind zusammen Street Art Künstler bei One Truth. One Truth Bros. Gerne. Wir machen das eigentlich seit 1998. Also wir sind schon lange in dieser Kunst verfallen. Wir leben eigentlich auch schon lange von dem. Wir sind international unterwegs. Ja, mir kommt es eigentlich nicht so drauf, aber wir hergehen. Wichtig ist, dass es eine gute Wand hat oder also eine gute Wahl. Oder nicht? Du? Ich persönlich lebe jetzt für die Kunst, weil ich gar nicht anders kenne. Also ich habe das irgendwie ja nicht geplant, sondern es ist einfach so gekommen. Es ist geil geworden. Es ist immer noch gut erhalten. Graffiti ist mega vergänglich, wie das Leben. Und die Häuser sind eigentlich wie ein bisschen, man kann jetzt das Lebenswerk ein bisschen übertrieben, aber etwas, was vielleicht noch da ist, wenn wir nicht mehr da sind. Und jetzt ist es halt wirklich so, es flasht dich gerade ein bisschen mehr, wie du, wenn du es schon lange nicht gesehen hast, oder? Ja, und es gehört zu, irgendwann gehört es dann zur Stadt. Am Anfang ist es immer so ein bisschen Eingewöhnungssache, aber so nach 5 Jahren, es gehört dann zum Stadtbild. Ja. Meine Erwartungen und Jobtausch sind nicht so, wie sagt man, anspruchsvoll, jetzt in welchem Land oder wegen dem Wetter oder weiss was. Für mich ist es eine gute Erfahrung, sicher, denke ich, für dich sicher auch. Und wir sind auch mega neugierig, oder? Gewöhnen Sie Ferien in der Schweiz. Jetzt anrufen auf 0901 311 411 für 1.20 Franken oder gratis mit dem Handy im Internet. Geniessen Sie das zweite die traumhafte Aussicht aufs Matterhorn vom 4-Stern-Europe-Hotel und Spa in Zermatt. 4 Nächte inklusive zum Morgen- und Abendmenü. Wellness-Gutschein und Zugang zum Spa im Wert von 2'000 Franken. Ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie am Schluss der Sendung. Und jetzt ist der grosse Moment gekommen. Die Schweizer Graffiti-Sprayer erfahren, wohin sie den Künstler durchführt. Alles gut.
Ja, ich bin auch angespannt. Kann es auch kaum erwarten. Und dann wissen wir schon, haben wir schon einen Plan, was angeht? Ja, wir sind schon gespannt. Ja, bei mir ist es eigentlich, ich bin nicht so anspruchsvoll, einfach, dass es eine grosse Wand gibt, oder? Du kannst gut malen. Ich finde es cool, finde zum Beispiel eine Lea oder so, wegen der Kunsthalt und so, die Szene dort. Ja. Aber ich lasse mich jetzt überraschen. Tibet wäre natürlich auch noch cool. Ja. So den Mount Everest ansprechen. Würde ich sagen, schauen wir mal, was angeht und wer ich kriege. Also, es geht auf Sardinien. Hey, Italien, oder? Geil, gut. Pizza, schöne Züge, super. Chillig. Ich wünsche euch eine gute Reise. Danke dir, gell? Haltet die Stelle, gell? Ja. Ciao. Ciao zusammen. Von den italienischen Duscharbeitern erwarte ich, dass es offen sind, dass es cool sind, locker und ready für das Projekt. Welche Kunstrichtung in Italien auf die zwei Brüder wartet, weiss noch niemand. Sardinien. Im Süden der italienischen Mittelmeerinsel ist Städtli San Sperate. Traditionelle Wandgemälde, sogenannte Murales, prägen das Stadtbild und sind der Stolz der 8000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und er ist da eine lebende Legende und einer der wichtigsten Künstler der Insel. Ich heiße Angelo Piloni. Ich bin Künstler und habe schon als Kind viel gemalt. Schon im Schulalter hat meine grosse Leidenschaft für die Kunst angefangen. Als junger Erwachsener war Angelo der Erste, der die Wände von San Sperate zu Kunstwerk gemacht hat. Heute sind die Murales das kulturelle Aushängeschild der Insel. Die Wandkunstwerkbewegung haben wir in den späten 60er gegründet. Mein erstes Gemälde habe ich 1968 gemalt. Damals haben wir in Sardinien grosse soziale Konflikte und haben gefunden, wir müssen etwas für die armen Arbeiter machen. Also haben wir die Wände unserer Stadt bemalt, um die Botschaft zu verbreiten. Mit dieser Kunst haben wir der Arbeiterbewegung von San Sperate eine Stimme gegeben. Manchmal laufe ich durch unsere Straßen und denke, gestern habe ich doch hier gemalt. Aber dann fällt mir ein, ah nein, das ist ja jetzt schon 20 Jahre her. Aber in Sardinien gibt es zum Glück genug Künstlernachwuchs. Der erste Tauscharbeiter vertritt die jungen Wilden der sardischen Wandkunstszene. Ciao, sono Mauro. Hallo, ich bin der Mauro und seit 6 Jahren verdiene ich mein Geld als professioneller Wandkünstler. Mit meinem Stil schlage ich eine Brücke zwischen traditioneller sardischer Wandmalerei und der modernen Kunst im öffentlichen Raum. Und mittlerweile schmücken der Mauro seine Kunstwerke den ganzen Norden der Insel. Es ist mir wichtig, dass meine Bilder eine Botschaft vermitteln. Meine Wandgemälde erzählen Geschichten und sie eine Hommage an meine Heimat. Jedes Kunstwerk ist für mich wie eines meiner Kinder. Meine Leidenschaft und Liebe für sie ist riesig. Ich bin sehr affezionato an jedem Lavoro, in einem modo diverso. Der Mauro reist mit seiner Künstlerkollegin in die Schweiz. Ciao! Hey. Ciao! Come state? Bene, tu? Bene, bene. Sono Sara. Ich bin Sara, ich bin Tänzerin und Wandkünstlerin. Una muralista. Guarda, mi raccomando, ricordati, guarda. Per me partecipare al lavoro. Für mich ist es ein Ehre, unsere Maler zu unterstützen. Es macht mich stolz, mit Künstlern wie Mauro zu arbeiten. Come Mauro è motivo di orgoglio. Sara, cosa ti aspetti dall'avventura che ci aspetta? Sono molto curiosa. Dal muralismo svizzero non so. Ich weiß überhaupt nicht, was ich von der Schweizer Wandmalerei so erwarte. Ist sie traditionell oder eher modern? Keine Ahnung. Muri della Svizzera. Die Wände von der Schweiz. Wir kommen! Wir kommen!
Zum Abschied sind die Familie und Freunde von der Künstlervereinigung zusammengekommen. Ich erwarte von dieser Reise, dass wir viel Schönes erleben. Dass wir bereichert mit vielen Erfahrungen zurückkommen. Arricchiti. Buon viaggio! Grazie. Difendiamo l'onore della Sardegna! Grazie! Wir sind sehr stolz, diese neue Generation von unseren Wandkünstlern in den Job durchzuschicken. Es könnte keine bessere Botschafter für Sardinien in der Schweiz geben. Just to be a testimonial of our work. Fatevi valere! Grazie! Okay. Ci sentiamo emozionatissimi, dai, e curiosi, molto curiosi. Siamo pronti, siamo pronti. Ciao, ci vediamo! Vincitori! Sardinien am nächsten Morgen. Der Tobi und der Michi sind auf dem Weg zu ihrem neuen Arbeitsplatz und haben noch keine Ahnung, was sie erwartet. Was denkst du? Mit was für Leute man mal nicht? Schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, sie haben wahrscheinlich irgendeine lokale Künstler. Das Coolste, was passieren kann, ist eine hübsche Chefin. Die hübsche Chefin ist der erste Traum der Schweizer, der im Jobtausch platzt. Der Chef Angelo empfängt die beiden vor einem von seinen berühmtesten Wandgemälde. Zusammen mit seinem Künstlerkollegen Daniele und einer Übersetzerin. Ich erwarte Künstler, die bereit sind, voll und ganz mit meiner Kunst zu verschmelzen. Also ich finde, es sieht jetzt nicht so nach Graffiti aus, sondern eher so nach traditionellen Bildern, da jetzt, wo wir sind. Aber ich glaube, dort, wo wir hergehen, das ist wahrscheinlich eine Mischung zwischen beiden Sachen. Durch. Ja. Sind wir schon da? Machen wir das hier oben. Ciao, ragazzi! Ciao! Hello! Okay. Nice to meet you! Lui è Angelo Pilloni, un grande muralista sardo. We are in San Sperate, where you can see that one painting here and another painting over there, just to tell the truth about our tradition, our existence. Thank you for inviting us, that we can come here to paint with you, that you show us this place. With material you paint? Acrylic with a brush, yes. Almost. Ich habe einen guten Eindruck persönlich von Ihnen zwei. Und es ist auch sicher interessant, eben mit Leuten etwas zu machen oder so kennenlernen, wo man wo andere Technik haben. Ich hoffe auch, dass wir ein paar Spraydosen haben zum Malen. Wir kommen von Graffiti. Wir paint the most mit Spray Can. Spray Can, Street Art, Street Art. Das ist das komplette Gegenteil von unserer Kunst. Das wird ein ganzes Stück Arbeit. So you are two childs coming from, yeah, yes. From street art. Ja, wir geben unser Bestes. Jetzt mal schauen, jetzt gehen wir mal die Wand anschauen dann, und dann sehen wir erst, was wir machen. Eben, ich hoffe, dass es ein paar Spraydosen hat. In der Schweiz kommen auch die Italiener ihrem Duschort näher. Wow! Wow! Guarda! Oh, è verdissima, la Svizzera è verdissima. È bellissimo! È bellissimo! Und da werden die Künstler empfangen. Für den Chef Fabian ganz ein besonderer Ort. Wir stehen gerade zu Chur beim Mühlenturm vor einem Bild, das ich vor 2 Jahren realisiert habe. Es ist das grösste Wandgemälde in der Schweiz. Oh, guarda! Guarda quella torre con murales! Hai visto? Mm, secondo me andiamo lì. Stiamo andando lì, secondo me sì. Finalmente! Ciao! Ciao, un piacere! Piacere! Piacere mio, Mauro! Fabian! Sara! Fabian! La prima cosa che. Wo uns der Fabian begrüßt hat, bin ich überrascht.
Ich bin davon ausgegangen, dass wir traditionelle Schweizer Wandmalerei machen. Und darum habe ich mit einem viel älteren Chef gerechnet. Also, ich bin Sprayer von Beruf. Das ist eines meiner Werke, das ich vor 2 Jahren realisiert habe. Questo lavoro l'hai fatto tu. Grande, super, super. Und was machen ihr so? Io sono un muralista. Dipingo principalmente a pennello, non lavoro a spray. Also ich denke, die Schwierigkeit wird einfach Kopf-Hand-Koordination für sie sein. Die werden sind nicht gewohnt, dass man einfach nur malt, indem man nicht die Hand oder irgendetwas absetzen kann. Ich hoffe, ihr könnt ins Medium Spraydosen eintauchen. Das wird sicher spannend. Diese Woche haben wir eine Wand vor die Stadt gekriegt. Und unsere Aufgabe wird sein, dort eine freie Arbeit, die wir zusammen kreieren, auf die Wand zu malen. Ein Graffiti-Projekt mit uns, das kann ja etwas werden. Ja, das wird eine Herausforderung. Dann machen wir uns eine geile Woche und gehen malen. Los. Okay. Auch die Sardinien sollen der Tobi und der Michi jetzt endlich erfahren, welches Kunstprojekt ihre Wochenaufgabe ist. Also, meine Hoffnung als Projekt ist, eben, dass wir etwas Eigenständiges machen, was wir gerne auch machen. Und ich hoffe auch, dass es Spraydose hier hat. Ja, ich denke, wir werden sicher etwas Gutes machen. Here we are. Here is the place. Okay, cool. Here is the project. You can see that. Der Angelo und der Daniele haben den Umriss für das Projekt schon vorbereitet. What is the thing now? We, you paint with us this? Yeah, of course. Yes. You are invited to work with me to paint. Entspricht das den Vorstellungen der Graffiti-Künstler? Ist das das Projekt jetzt zum Malen? Ich komme jetzt nicht ganz. Also, das ist jetzt ernsthaft gemeint wieder. Wir sind eigentlich hier gekommen, um etwas Grosses zu malen oder etwas zu hinterlassen, wie ein Kunstwerk von uns sozusagen. Aber wir haben uns natürlich immer etwas anderes vorgestellt. Eher etwas Grösseres, grosses Format. Als wir das Projekt präsentiert haben, ist die Stimme gekippt. Wir haben schnell gemerkt, dass sie etwas anderes erwartet haben. Im ersten Moment haben wir nicht gewusst, wie wir reagieren sollen. Das war eine richtige Krise. Es ist nicht darum, you know, because we have every respect for the art. No, no, no. You have to talk with me. The honest one language, you know. Ja, jetzt müssen wir mal überlegen, oder? Was wir machen. In dem Moment haben wir uns eigentlich gedacht, ob das richtig ist für uns. Und was wir überhaupt hier machen. Sagen wir so. Ja. Die Chur geht ein bisschen schneller als arbeiten. Der Fabian hat die erste Bewährungsprobe für den Mauro und Zara. Jetzt schauen wir mal, was sie so ein bisschen können. Also, wir können mal schnell kurz mit den Dosen arbeiten. Einfach, dass ihr mal ein bisschen einschätzen kann, wie ihre Skills sind. Habt ihr schon mal mit Spraydosen geschafft? Also habt ihr Erfahrung? Oder wie sieht das aus? Tanto tempo fa. Ho lavorato tanto tempo fa. Mai. No? Nada da? Mai. Vogliamo comunque. Wir wollen Fabian nicht enttäuschen und zeigen, dass wir nicht ohne Grund da sind. In grado di essere qui. Okay, si inizia. Iniziamo. Es war ein schwieriges Ziel, ein schwieriger Eignungstest, aber. Ich denke, er ist auch da, um ein bisschen das Eis zu brechen. È difficile. È molto difficile. Come va? Noi vogliamo parlare. Sei sicuro? Ma andrà bene, andrà bene. Es ist spannend zu schauen. Der Mauro baut das. Man sieht sehr gut, dass er das Gefühl von etwas hat, also wie etwas soll aussehen, wie etwas soll wirken. Io penso di fermarmi così e di lasciare. Molto sfumato e delicato così. Das ist eine super Entscheidung, dass du jetzt aufhörst, weil das Gesamte stimmt. Es ist da, es zeigt das, was es braucht. Grazie. Ja, das ist super. Basta, also, ja, super, super, super. Bravo, bravo. Bravo. Die 3 Augen können unterschiedlicher nicht sein. Schlussendlich stellen wir keine Uhren her oder so, sondern wir machen Kunst und jedes steht für sich selber. Emotional. Okay.
Das war ein schwieriger Moment, weil die Spraydose für mich ein komplett neues Werkzeug ist. Mit meinem Ergebnis habe ich mich zwischen den beiden Künstlern total klein gefühlt. Grazie. Prego. Grazie per questa occasione. Bravo. Ich finde es eine extreme Stärke, wenn ein Mensch kein Gefühl zulassen kann. Es hat mich umso mehr gefreut. Und es war mir auch eine Ehre, dass ich teilhaben durfte von diesem Moment. Zurück zu Sardinien. Das Kunstprojekt hat immer noch nicht angefangen. Der Grund? Es soll eine grössere Fläche für die Schweizer Herren. Ein Kraftakt in so einer kurzen Zeit. Man konnte die Anspannung spüren. Wir haben gewusst, dass wir in einer Zwickmühle stecken und schnell eine Lösung finden müssen. Darum haben wir die Künstlervereinigung von unserer Gemeinde um Hilfe gebeten. Und die haben wir dann auch bekommen. Der Vorsitzende der Vereinigung probiert zu vermitteln. Hallo. Hi. Hi, Dimitri. Die haben sich sehr bemüht, dann für uns eine andere Lösung zu finden. Also, die haben das natürlich rausgespürt. Und das habe ich herzlich gefunden, dass die sich dann wirklich eingesetzt haben. Eine Wand direkt neben Angelo seinem Projekt soll dazukommen für die Sprayer, sodass ein Gesamtkunstwerk entsteht, das beide Stilrichtungen verbindet. First wall, second sketch, and then we ask. I hope that the owner will approve this sketch, this work. It's a good place. We can make high, and you see it good from the street. Yeah. And we can make a good message, and it's also connected with you. Perfect. When it's possible. Good luck for everyone. For all. Why? Good. So. Die erste Nacht in der Schweiz haben die drei Künstler kreativ genutzt. Und es gibt ein Konzept, wie die Wand soll aussehen. Zara kommt eine besondere Rolle über. Zara ist gekommen, sie ist per Zufall Tänzerin. Wir hatten eine Idee. Dann haben wir gefunden, hey, du bist auch gerade unser Model, du bist gerade unsere Fotoreferenz. Machen wir es gerade mit dir. Für mich ist das wie eine Form von Karma. Wenn gute Sachen zusammenkommen, passieren gute Sachen, die einfach auch zusammenpassen. Wow! Perfetto! Malte. Ecco, sì. Cioè, perfetto. Es war sehr schön, vor allem weil ich vielleicht malerisch nicht so viel beitragen kann. Aber jetzt konnte ich mich auf eine andere Art und Weise einbringen. Ich habe dato un altro tipo di contributo. Dale! Yeah! Vai, grande! Let's go! Also, die Wand ist, wir reden hier von 30 Meter Breite, also es wird ein recht grosser Kraftakt. Es gibt noch viel zu tun. In Sardinien muss zuerst noch die Fassadensituation geklärt werden. Der Tobi und der Michi müssen dem Hausbesitzer einen Entwurf vorlegen. Erst wenn er dem zustimmt, können sie anfangen zu sprayen. Also das Wichtigste ist eigentlich, dass wir eine Bewilligung bekommen, damit wir gar nicht loslegen können. Wenn wir mal schauen, oder? Ja, jetzt schauen wir, was wir daraus machen können. Und dann wird es ernst. Der Hausbesitzer taucht spontan auf und sieht den Entwurf. Beautiful. You like? Yes. 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 Nice. Buona ora. Grazie. Grazie mille. Ciao. 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 Really uncomplicated, ne? Yeah. Daniel hat sich schon vorgestellt am Sitzen und hat jetzt eigentlich schon so okay gegeben. Jetzt recht schnell gegangen, recht unkompliziert. Die Probleme sind gelöst und mit einem Tag Verspätung geht es endlich an die Hausfassade. Sogar Spraydosen haben die Schweizer bekommen. Es war ein schwieriger Start mit den Schweizer Jungs, aber zum Glück haben wir jetzt eine Lösung und das Projekt kann anfangen. Bravo. Thank you for inviting, huh? Yeah. Again. Thank you. Really, thank you. Just that I am glad that we find out how to make you happy. Yes. And stay here in San Sperate. Zurück zu Chur zeigt Fabian, der italienische Künstler, zum ersten Mal die riesige Wand, die sie zusammen gestaltet. Ein Grossprojekt liegt vor ihnen. Also gut, hier sind wir bei der Wand. Beh, sì, è bello grande. Non ho paura, perché sono anche abituato a queste dimensioni. Beh, la parete è bella grande, quindi ci aspetta un bel po' di lavoro. Jetzt braucht es die Spraydose.
Der erste Arbeitsschritt ist unerwartet. Man macht ganz viele Hieroglyphenzeichen an. Dann macht man das Fötel. Das Konzept leitet man nachher über das Fötel drüber. Nachher orientierst du dich quasi, wo an der Wand kommt was an. Okay. Tranquillo, eh? No stress. Okay. Guarda. Qua e qua. Ok? Inizialmente ho avuto un po' paura. Am Anfang hatte ich wirklich Angst, um die Wand anzusprayen. Aber der Fabian ist der perfekte Lehrer und hat mir das nötige Selbstbewusstsein gegeben. Mi ha aiutato a prendere subito confidenza. Perfekt. Tipptopp. Sarah wirkt viel weniger nervös als am Anfang. Ich denke, sie wird sich jetzt in den nächsten Tagen sicher sehr, sehr steigern. Bravo, Sarah. Bravo. Sehr gut. Wir waren zuerst echt angespannt. Aber mit der Zeit sind wir als Team dann immer besser geworden. Super, Mauro. Bravo. Sehr geil. Wirklich. Coole Linie. Wirklich. Sehr gut. Grazie. Zug Sardinien. Sansperate ist der erste Konflikt gelöst und das Kunstprojekt nimmt Form an. Die italienischen Wandmaler und ihre Schweizer Graffiti-Kollegen geben alles, um bis am Ende der Tauschwoche fertig zu werden. Die Idee des Projekts: Beide Länder leisten einen Beitrag auf der eigenen Seite und später sollen sich die Kunstwerke in der Mitte treffen. Der Chef Angelo will sich aber gerne schon vorher austauschen. Ich hoffe, dass sie nicht in ihrer eigenen kleinen Welt bleiben wollen. Noch ist jedes Künstlerteam mit seinem eigenen Werk beschäftigt, auf sicherem Terrain. Aber der Tobi und der Michi werfen immer wieder einen Blick auf die andere Seite. Jetzt werden sie langsam neugierig und vergleichen unsere Techniken. Ich gehe einen Schritt auf sie zu. Hello guys, I just invite you to come to my way to talk with painting, because I want to be to say to welcome to Sansperate, but you have to be welcome in my painting. Es ist sehr cool, dass der Angelo jetzt auf uns zukommt, um zusammen etwas zu machen. Ich glaube, das macht es auch aus, dass man da etwas reden kann. For us it's a very honor to paint with you, that you will learn us something. You come here in Sansperate. For me it's a great, really great thing. I'd say you just good luck. It's so easy. Grazie to mille. Do. I am loving you. Grazie mille. Get straight on. Und Graffiti-Brüder wagen endlich einen Versuch in der Wandmalerei. Ja, es läuft eigentlich gut. Man muss sich zuerst ein bisschen daran gewöhnen. An den Pinsel. Weil wir malen immer. Die Spraydose ist halt immer so, dass du keine abgestützte Wand hast. Also, dass du nicht an die Wand herkommst mit einem Pinsel oder so. Shining on, you know. Lighted color, light color. I feel so happy. Ich bin so glücklich und sehe in ihren Augen, dass sie es auch sind. In their eyes, that they are really happy inside. Perfetto. It's good. Bravo. I think it's finished, no? It's good. It's good. Ja, ich hoffe, wir haben es gut gemacht. Also so wie jetzt nach dem Anschein haben sie uns gratuliert und ich glaube, die sind sehr zufrieden, wie wir es abgeschlossen haben. Sansperate! Am nächsten Morgen zu Chur. Fabian, Mauro und Sarah haben am Vortag bis tief in die Nacht gearbeitet, um das Bild fertigzustellen. Das Projekt, das Sarah abbildet, nimmt langsam Form an. Ja, aufgrund des Zeitdrucks haben wir gesagt, wir malen alles so weit quasi fertig, dass es könnte fertig sein könnte. Dann kann man gewisse Sachen weglassen. Also es ist eigentlich bei 60%, aber es sieht bald schon fertig aus. Wir haben wenig Zeit, darum müssen wir konzentriert und schnell arbeiten. Aber ich glaube, dass wir das schaffen, weil wir ein super Team sind. Ich bin sehr müde, weil es anstrengende Tage sind. Aber es ist eine schöne Müdigkeit.
Zara und Mauro unterstützen mit ihren vertrauten Werkzeugen den Pinsel. So können sie grosse Flächen schneller fertig machen. Der Mauro und Zara, sie sind sich das gewohnt. Die rocken das Zeug so oben runter mit dem Pinsel und haben einen Strich und zack und es ist gesetzt. Und das machen die super. Ja. Hier brauchen wir auch noch ein bisschen Licht. Dann bringen wir mal mit der Spraydose noch ein bisschen Licht auf das Tuch. Sarah, wir gehen hier raus arbeiten. Gut, super. Ma Mauro, qua lascia, sì? Ok. Ok. Attenzione. Bei Mauro mache ich mir absolut keine Sorgen. Seine Erfahrung spürbar, sein Können ist da. Tranquillo, tranquillo. Okay. Mehr Abstand, mehr Abstand. Die Linienführung war noch ein bisschen gewackelig, aber eine Verbesserung ist auf alle Fälle da. Gut? Wir haben im Team während dem Mal an der Wand auch unsere Pausen und unsere Momente. Das ist auch lustig. Man kann immer einen frechen Spruch laufen lassen, der die ganze Situation auflockert. Es ist total sympathisch. Genau der Eindruck, den ich hatte, als sie aus dem Auto ausgestiegen sind und mich angelacht haben. Grazie. Danke. Zug zu Italien. Da trotzen die Künstler Wind und Wetter. Sie sind im Endspurt. Noch ahnen Angelo und Daniele nicht, dass die Schweizer etwas für sie geplant haben. Für uns ist es cool, weil wir haben ja bei ihnen auch gepinselt. Und dann ist es auch gut, wenn sie mal unser Medium ausprobieren, oder? You have time for a spray painting now with us. Yeah. Spray painting session. Are we ready? You're ready, huh? Yeah. I think it's really difficult because today there is too much wind. But we are going to win, you know. Just around here. Yeah. Yeah. You need a mask? No. Yes, good. Good. Ich finde, dass wenn man in dem Alter, wo der Angelo ist, natürlich noch so gut drauf ist, ist es sehr cool. Also, das würde man jedem wünschen. Bravissimo! Bravissimo! Hey! I am still a little child, you know, just playing. Nice! Ah. Und man sieht ihm auch, dass er immer noch ein bisschen Kind. Also auf eine Art, dass er sich hinträgt. Pure geil. Okay. Ich habe nie gedacht, dass ich mal sprayen muss. Ich bin total nervös und hoffe, dass es gut kommt. Nicht, dass ich es dann noch versaue. Okay, bravo. Not in Nase. Gut. Angelo und Daniele haben es super gemacht. Hast du gemerkt, dass sie richtig aufgeblüht sind jetzt beim Sprayen? Und ich habe Daniele gesagt, er kann den Rest behalten von der Dose. Er hat gesagt, ja, voll geil. Und so. Gut. Bravi, bravi. Gut, gut. Good work, good work. Eine Spraydose und ich hätte ich nicht gedacht. Aber sag niemals nie. Hey, guys. Nice, really nice. Ja, und für mich. Wir haben nicht gedacht, dass wir mal einem, so einem gestandenen Künstler aus Sardinien Spray beibringen. Und mit dem Spray, das macht uns eigentlich schon auch stolz. Die Chur muss Graffiti bald fertig sein. Der Chef Fabian und seine italienischen Tauschkünstler sind auf der Zielgerade. Der Endspurt ist wie alles andere auch. Klar, die Euphorie, die Freude steigt, wenn man sieht, dass das Bild funktioniert. Trotzdem ist es noch nicht fertig. Man muss einfach noch genau gleich konzentriert fertig arbeiten. Aber für Zara ist es viel mehr als nur ein Bild. Per me è un onore essere raffigurata in quest'opera e pensare che un giorno che me ne andrò e questa invece rimarrà qui. È bellissimo. Sono molto contento. Ich bin sehr zufrieden. Es ist ein super Ergebnis geworden. Und es ist schön, dass unsere Techniken miteinander verschmolzen sind. La mia e la sua. Sono molto contento. Finito? Sì, finito? Super grossartig. Sardinien ist die letzte Nacht vor der Einweihung des Projekts. Und der Künstler fehlt nur ein letzter wichtiger Arbeitsschritt. Endlich finden die beiden Gemälde zusammen. Perfekt. Nice. Fantastisch. Just fly. Just fly. Die beiden Kunstwerke werden jetzt verbunden mit der Wolke, die sich im Universum verbindet.
Und so wird das Projekt am Schluss doch noch eins. Hey, Tobi und Micky. Yeah. Finally, in the end, we are to meet each other. Your art world is getting close to my painting world, you know. Grazie mille. Prego, prego. Zusammen haben sie ein riesiges Kunstwerk erschaffen. Ich danke diesen super Jungs. Das Geschenk vergesse ich nicht mehr. Es ist das grösste Geschenk, das mir je in meinem Leben gemacht worden ist. Der letzte Tag zu Chur. Mit etwas Abstand besuchen Fabian, Mauro und Sarah zum letzten Mal ihr gemeinsames Werk. Es ist eine riesige Genugtuung, um das fertige Bild anzuschauen. Ich bin sehr glücklich über das Abenteuer. Einfach nur glücklich. Für mich ist das Bild der Wahnsinn. Es steht für unsere gemeinsame Erfahrung. Es erzählt unsere Geschichte. Sie haben es geschafft. Das internationale Künstlertrio hat Chur in wenigen Tagen mit einem 30 Meter langen Kunstwerk bereichert. Ich bin sehr stolz auf Sarah und auf Mauro. Die haben bis zum Schluss wirklich alles gegeben und das Beste aus sich herausgeholt. Und man sieht es im Ergebnis. Viva la Sardegna, viva la Svizzera! Dalla tensione che ci unsere ganze Anspannung ist jetzt weg. È svanita. Molto bene, soddisfatti. Mir geht's gut. Ich bin ganz glücklich und zufrieden. Die Pienezza, non lo so. Ja, ich auch. Oh. Bravo! Bravo! Und schon werden die ersten Churer aufmerksam auf die neue Kunst. Pizza! Die Leute sind stehen geblieben, sie machen Fotos, sie haben Freude. Und das ist ja auch wichtig, dass wir mit so Bildern den Leuten auch Freude machen, die daran vorbeilaufen. Ich bin jedes Mal wieder beeindruckt, weil von Weitem ist so viel Detail zu erkennen. Und je näher man hergeht, desto mehr Details erkennt man. Sieht riesig aus. Finde ich schön, wirklich. Das ist das Schöne an der Kunst. Sie verbindet Menschen. Sie haben alle sehr positiv reagiert. Sansperate warten die Einheimischen schon auf die Einweihung des neuen Murale in ihrer Stadt. Also, wir hoffen, dass es gut ankommt, auch wegen Daniele und Angelo. Weil, sie haben ja schon auch die Hand ins Feuer gehabt für uns, dass wir uns trauen, dass wir etwas herbringen. Für uns war es sehr wichtig, dass es ein Erfolg wird. Auch wenn es am Anfang schwierig war, hoffen wir, dass es den Leuten gefällt. In questo momento proprio di difficoltà. Fühlt sich gerade etwas prominent, wenn man da ist. Also, wahrscheinlich sind alle wegen Angelo gekommen. Nein, aber es ist ein herzlicher Empfang, gute Rede auch noch gehalten. Abbiamo trascorso una bellissima settimana molto intensa con i ragazzi svizzeri, quindi un'esperienza che mi porterò sicuramente nel cuore per sempre, bellissimo. Bravo, grazie. Grande. Ja, jetzt sind wir schon ein bisschen nervös, jetzt kommt eigentlich der große Moment, wo wir das enthüllen und die Bevölkerung von Sansperate das eigentlich sieht und auch der Hausbesitzer. Und dann ist es soweit. Das Kunstwerk wird den Einwohnern präsentiert. Ja, es geht einem schon an, wenn man sieht, die Menschen wirklich alle Herz geladen haben. Ich glaube, unsere Messe ist schon mit dem Herz. Das grosse Herz. Die haben auch alle ihre Herzen geöffnet. Für uns.
Und was sagt der Hausbesitzer? Molto, molto bella. Molto bella. Perfetti! Ja, also für uns ist es sicher ein unvergessliches Erlebnis. Wir werden sicher das in guter Erinnerung behalten. In der Schweiz ist schon Zeit zum Abschied nehmen. Ciao. Ciao, Mario. Grazie a te. Beh, sicuramente ci dispiace. No? Es tut mir weh, einen neuen Freund zurückzulassen. Aber wir bleiben in Kontakt und sehen uns hoffentlich in Sardinien wieder. Speriamo magari in Sardegna. Buon viaggio. Buona viaggio. Danke für die Bereicherung, dass ihr da sind. Danke für das coole Bild. Es war echt eine coole Zeit. Gute Reise. Wir nehmen nicht nur das gemeinsame Projekt mit heim, sondern auch die Erinnerung an die Menschen hier. Die Zeit war eine grosse Bereicherung. Es ist definitiv eine Freundschaft entstanden. Ich werde sicher versuchen, alles daran zu setzen, dass es eine zweite Begegnung gibt. Ho trovato un nuovo amico. Ci vediamo. All'improvviso. Ciao bello. Ciao. Grazie ancora. Ciao ciao. Ciao. Und auch in Sardinien ist IWX4 vorbei. Der Abschied kommt näher. Und für den Tobi und den Michi geht es zurück in die Schweiz. Sicher eine einmalige Erfahrung. Vor allem mit einem älteren, gestandenen, legendären Künstler so etwas zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass wir beide, wenn wir alt sind, noch so cool drauf sind und immer noch an der Wand stehen. Und ja, ich wäre gerne so wie er dann in diesem Alter. My wish is that you really will be back here to talk, to make fun and to paint. This is the aim. Allora, io e Angelo avremo un regalo per voi. Grazie mille. Avevo pensato che le possono servire. Ja, also ich freue mich mega über das Geschenk. Wir haben also, es war noch lustig, heute haben wir über das geredet. Und ich wollte sie eigentlich selber fragen, ob sie mir so etwas mitgeben. Und jetzt ziehen sie das für. Fine, grazie mille. Ciao. Nice present. Thank you. Grazie. Thank you. Grazie. Ciao. Ciao. Bye. Ciao. Bye. Ciao. Bye. Bye. Bye, Sardinia. Ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao Micky. Ciao Tobi. Jobtausch auf SRF, präsentiert von der neuen Radio Captain.